Noch einen Brauer bauen oder was? Aber seltsam. Baue einfach mal noch eine Brauerei hier hin. Haben wir denn noch Goldbergwerke? Goldadern. Ah, hier hinten. Die brauche ich gerade dringender. Ich werde angegriffen. Aber Ich auch gerade. das wird er wohl nicht hinkriegen hier. Oh, das sind ziemlich viele Generäle. Na komm, rettet ihn. Also, ich habe hier noch eine volle Festung voller Generäle. Die könnt ihr ruhig mal hier rausholen und so. Ihr braucht nicht nur. Also, ich meine, das ist vor allem die Festung, wo jetzt noch nicht so viele Leute drin sind. Gute. Dann klar, dass er die angreifen muss. Oh, da sind jetzt noch so viele, aber in der anderen Festung sind halt 9 Generäle. Die können ruhig mal da rausgehen und helfen. Könnten sie wohl tun, ja. Glaube, er hat sich irgendwie. Offizier, hauen um. Verloren. Okay. Dadurch? Ah ja. Ein Offizier gegen einen General. General müsste eigentlich schon angeschlagen sein. Abgewehrt, sehr gut. Nächste coole Bergwerk ohne. Festung wird angegriffen, General, und ich habe nur Offizier drin. Okay, der mein General ist schon raus. Der hat aber nur 2 Lebenspunkte. Mann!
Ja. Du krepelst mit deiner militärischen Stärke gerade ziemlich niedrig. Ja, aber warum? Bei mir geht's noch. Interessant ist halt, mein Gegner hat jetzt gerade einen richtig krassen Einschlag gehabt in seiner militärischen Stärke. Oder hat halt schon seit einiger Zeit, seit ein paar Minuten oder so. Seit 3 Minuten geht's nach unten für ihn. Bei mir ging es so ein bisschen nach unten, weil er halt angegriffen hat, aber jetzt geht's wieder hoch. Und bei ihm ist es noch gleichbleibend. Das heißt also, ich spiele natürlich auch gegen den stärksten Gegner, ne? Naja, das stimmt. Aber er ist wahrscheinlich, warte. Als wir aufeinander getroffen sind, waren die aber, ne, noch relativ gleich. Er war zwar trotzdem ein bisschen weiter oben, also trotzdem weiter unten wie deiner, aber ich habe ihn halt, aus irgendeinem Grund habe ich es geschafft, ihn ein wenig niedriger zu halten. Ja. Vielleicht ist es auch Glück gewesen, ne? Ich meine, du hattest halt keinen Platz unten, um ordentlich große Sachen zu bauen. Bei dem Hafen und so. Ja. Das dürfte eigentlich nicht das Problem gewesen sein. Oh. Ich weiß auch nicht. Ich werde angegriffen, glaube ich. Aber er kommt mit einem Gefreiten. 3 Gefreite, 4 Gefreite und ein General. 4 Gefreite, ein General gegen 3 Generäle. Gegen 5 Generäle. Da kommen noch ein paar Leute aus meiner Festung raus, offensichtlich. Der klingt ja eigentlich nicht schlecht. Bauen wir hier einen Wachturm hin. Oh, da unten kommen noch mehr Generäle. Ich werde diesen Kampf nicht gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich diesen Kampf nicht gewinne. Okay. 3. Ja, jetzt ist die Waschstufe. Er müsste jetzt eigentlich nicht die Münzen da reinbringen, wo da gerade nur einer ist. Mann. Ja, auf sowas kannst du dich nicht verlassen. Ja, klar. Okay, es ist jetzt Generäle gegen Generäle. Okay, doch, ich werde es wahrscheinlich verteidigen. Aber richtig Glück. Oh nein. Das war aber richtig Glück. Glaube ich. Er ist mit so vielen Generälen gekommen und alle meine Generäle haben... haben seine Generäle platt gemacht. Ich habe keinen verloren, glaube ich. Oh, okay. Ja, ich werde hier an der Küste gleich meine nächste Wachstube verlieren. Ich baue einfach nochmal 2 Katapulte. Habe ich hier an der Front, habe ich dann 6 Katapulte. ach, aber er hat auch einen. Da muss ich drauf aufpassen. Er hat sogar auch ganz viele Katapulte. Lohnt sich das, das hier am Laufen zu lassen? Ich warte einfach, bis der Wachturm fertig ist. Aber das kann ein bisschen dauern noch. Dann reise ich die Wachstube ab. Ich da halt meine Festung. Baut er da? Ich glaube, ich brauche mehr Kohle. Kohlen. Ja, ich habe von allem Überschuss außer Kohle.
wo meine ganzen Goldmünzen lagern. Jetzt habe ich 4 Nachschuss, wenn es nur 5 ist. Die Wachstube wird, glaube ich, kaputt sein jetzt. Und vielleicht auch diese Fischerhütte. Ganzen Münzen. Halt hier noch ein Wachturm hin. Und hier baue ich. Eine Fischerhütte von mir kaputt gemacht. Jetzt muss ich eine neue bauen. Bleiben die Sachen nicht auf, wenn man irgendwo anders hinklickt? Angst. Also noch hat er keine Rede von mir kaputt gemacht in dieser Wachstube. Er hat da 3 Katapulte stehen und er hat noch nie getroffen. Hat Glück gehabt, würde ich sagen. Oh, ich werde angegriffen. Ich auch. Von einem, zwei Gefreiten? Also, mutig. Boah, what the fuck? Mutig nenne ich das. Mutig, mutig. Ach, da kommen noch mehr. Aber ich habe ja auch zu viele. Och, Menno! Warum habe ich hier so viele Gefreite? Da, wo meine Katapulte gerade fertig werden. Wo kommen denn die ganzen Gefreiten hin? Alle tot. Kämpft, als hänge euer Leben daran. Das ist witzig, weil... Ha! Eines Rohr zu schaffen. Ja! Puh! Ich finde das nicht cool, dass hier 4 Generäle von meiner Festung stehen und hier nur Gefreite rauskommen. Ich habe irgendwie vergessen... Münzenzufuhr anzumachen oder was? Ich hab doch genug Soldaten gehabt. Das Spiel ist ein bisschen verwirrend irgendwie, weil. Ja. Irgendwie. Die ganze Zeit das Gefühl, dass hier in dieser Festung nur 3 Leute drin waren. Auch weiter an der Front war hier eine Festung mit nur 3 Leuten und dann ist die irgendwann voll geworden. Erst als er angegriffen hat, haben sie gemerkt, ich könnte hier ja mal die Festung voll machen. Obwohl ich halt noch 20 Soldaten in meinem Lager hatte. Halt irgendwie dumm. Ah, okay. Irgendwie ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm, ja.